Was geht, meine Freunde? Willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Take, meine Damen und Herren. Weiter geht's mit dem Ferrum-Liga. Wir haben das Tutorial abgeschlossen und allgemeines Training. Combo-Dojo gibt's noch, aber das mache ich auf jeden Fall irgendwann anders, meine Damen und Herren. Das wird jetzt nicht gemacht. Wir werden jetzt erstmal in die Ferrum-Liga gehen. Wir haben genug Tutorial gesehen, denke ich mal. Und sowieso ist nicht mehr viel. Combo-Dojo werde ich, glaube ich, am Ende machen. This is an official tournament where battle trainers from all around the Ferrum region come to show off their skills. Battles will be held all throughout the region and broadcast live on TV. Since this is your first time, let me fill you in on it a bit. The Ferrum League is actually made up of four different leagues. Each of these has a rank requirement for participation. Everyone starts off at D rank. So you can participate in the Green League. Now, okay. For each of the leagues. Within the leagues, there are league matches in which you battle to increase your rank, and then a tournament between the top 8 trainers in the league. If you manage to win the tournament, you'll get the chance to take a promotion test run by the league master. And if you can pass that, you'll get a rank promotion and be allowed to continue on to the next league. Das ist interessant gemacht. The upper leagues are full of stronger and stronger battle trainers. So, think you've got a general idea of how the system all works? I'm sure you'll figure it out as you go, so just give it a shot. Ah, according to the official Ferrum League rules, you can only have up to 3 support sets. Don't forget that you can always change your support sets in my town. All right, first things first. Let's take on the Green League. You're only just getting started. Go and give it all you've got. Here it is, the Beginners League. This is where everyone finds their footing. Huh? What's the matter? Nervous? Don't sweat it. Just work your way through the league matches and make your way to the top. Okay, Liga Match. Kämpfe in Liga Matches um eine bessere Platzierung in der Rangliste. Aktuelle Platzierung 40 von 40. Okay, Liga Match 6 Teilnehmer. Okay, let's go. Okay, Kampf 1 ist gegen Eric. Bin mal gespannt, wie ich das jetzt Ganze unterteilen werde. Ich werde auf jeden Fall ungefähr 25 Minuten Parts machen und je nachdem, was wir halt schaffen. So, Verstärker und Angreifer. Wo ist Saboteur? Ich glaube Verstärker und ich nehme einfach Verstärker mit. Der ist Rangliste 38, der hatte schon 5 Siege, 18 Kämpfe. Oh, mit Gengar spielen wir natürlich, okay, das ist cool. So, dann let's go! Ich will Evoli spielen. Na dann, let's go! So! Ich muss ehrlich gesagt, ich habe etwas verlernt. So, hier greift man, genau. Ich habe ihn besiegt, oder? Gut. Weiß gar nicht, was ich tue. Die Leiste ist voll. Okay. Wie muss sie denn gewinnen? So, komm. Hilf mir mal, Bro. So, let's go! Limitschlag! Perfekt! Habe ich getroffen? Yeah! Das macht ziemlich viel Schaden. Oh mein Gott, nice.
Oh. Oi. Gut. Das war ja einfach, Alter. Wir haben gewonnen. Perfekt. Das war ja einfach und es ging ziemlich schnell. Glücksbonus. Und steht der Typ, warum denn? Naja, bin ich mal gespannt. So, weiter geht's. Der nächste Gegner wartet auf mich. Keine Sorge, ich werde schon hier was machen. So. Ich will eigentlich mit Evoli spielen. So, gemeinsam stark. Okay, der hat 6 Siege von 9 Matches. Pikachu. Na, Gengar. Which Pokémon do you want to tag for support? I always just go with Pokémon. Na dann! You just gotta believe in your Pokémon. So. Bam! Boom! Ist jetzt die Feldphase, ja. Mein Helfer kann kommen. Perfekt! Schön, dann kriege ich jetzt mal mehr Schaden. Bam! Hypnose, bam! So. Na, dann greifen wir den mal und zack. Locker easy. Da liegt Pikachu im Sarg. So, wir können auch noch den nächsten Helfer holen. Das ist doch sehr schön. Dann helf mir mal, Bro. Bam! Weg mit dir! Schön! Gleich noch mal einen Limitschlag ausgeführt. Und besiegt. Locker easy. Wieder gleiche Wertung. Nicht schlecht. Was kann ich mit diesem PG jetzt da kaufen? Ich glaube, es heißt Pockelgeld. Was kann ich damit kaufen? Angriff. So, dann Kami. Kamil. Achso, du bist ein Kamel. Mit I. So, dann will ich mal Saboteur versuchen. So, Siege 7, 20 Kämpfe, das ist ziemlich schlecht. Ich habe bis jetzt noch keinen Kampf verloren. Mit dir werde ich auch nicht anfangen. So, den Saboteur nehme ich jetzt mal. Bam! So, erstmal greifen. Zack. Kann mich ja kaum konzentrieren hier richtig. Der Helfer ist gleich aufgeladen.
Hilf mir mal. Zack. Bam. Emolga ist voll. Okay, gleich den nächsten Starter nehmen. Mein Limit ist ja auch fast voll. So, let's go. So, Bams. Bam. Geht er durch? Jawohl, Alter. Schön wieder hier richtigen Schaden anrichten. Bam, Junge. Motherfucker. Bam. Perfekt. Bin, glaube ich, viel zu offensiv, kann es sein? Wieder dieselbe Wertung. Fetter Trainer ist für mich überhaupt nichts. Das ist für mich überhaupt kein Wert. Hat für mich überhaupt keinen Wert. Ich muss nur gewinnen. So, ich nehme mal dieses Team hier. Das hat mir eigentlich am meisten geholfen. Ich glaube... Evoli. Ich habe eine Siegessträhne. Das ist doch gut. So, wen nehme ich jetzt? Ich glaube, ich nehme Lapras. Bam! 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 Alter Junge, ich mache immer Kombos! Bam! Weg mit dir! Ja, wenn ich Y mit Gengar drücke und A, dann ist das eine geile Kombo eigentlich. Sapifoy ist schon mal voll. Gut, dann benutze ich den gleich mal. Helf mir, Bro! Bams! Oh, scheiße, jetzt wurde ich getroffen. Bams! Greif! Angriff. So, let's go. Bams! Ich hoffe, es trifft. Jawohl. Gut, wir haben gewonnen. Weg mit dir. Oh, wir quälen deinen Typen. Defensive ist immer noch nicht so ganz krass. Der Strategiefertigkeit. So, Lin Sai. Bin ich mal gespannt. Ist okay, dann besiegen wir die hier auf jeden Fall locker easy. Er tanzt durch den Ring wie ein Schmetterling. Evoli. Okay, der hat 50% Gewinnrate. Wir haben 100%. Aber wir haben halt nur 4 Matches gewonnen. Ist noch nichts Krasses. So, Gengar sieht man hier wieder
ganz schön. Ich wünschte, ich könnte den nachmachen. So. Wieder ein Glurak. So, komm. Bam. Bam. Weg. Mit dir. So, Amphisel. Helferleistes voll. Kann ich den auch gleich nutzen? Bam! So, erstmal schön gegriffen. So, Limitschlag gleich ausführen. Bam! Nein, ist daneben gegangen. Oh, der weiß. Bam! Boom! So übel einfach. Defensiv ist übel scheiße bei mir. Ich greife nur an die ganze Zeit. Aber jetzt sind es nur 3 Sterne. Ja, Limitzustand, nicht schlecht. Da möchte ich auch einen Bonus haben. Gib niemals auf. Siegesgarant. Auch im Fallen kann Schönheit liegen. Denk an eine Blüte. Gewonnen. Du, 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 du. 22. Platz. Nicht schlecht. Ich muss aber Erster werden. Free battles can be a nice change of pace. So. Muss ich jetzt gegen dich kämpfen? Du bist 35. oder was? Ist der 35. Platz? Ja, was will ich mit dir? Du bist ja voll schwach. Du bist ja übel schwach, Junge. Verpiss dich mal. Du bist ja übel schwach, man. Bam! Immer Y und X spammen, Alter. So, schön, Bärms. Bam! Bam! Ich habe bis jetzt noch keine einzige Runde verloren. Helfer! Bam! Oh, der hat mal gekontert. Bums! So, Limit! Und jetzt Limit-Schlag! Bam! Gut, getroffen. Wir haben gewonnen.
Locker easy. Das Gengar rastet der mal richtig aus. Oh, wieder dieselbe Wertung. Ich weiß nicht, wie ich einfach die Defensive ausnutzen soll. Lebende Legende. 5 perfekte K.O. erreicht. Ich habe geile Titel. Das muss man zugeben. Nein, nein, nein. So, weiter geht's mit dem Rang 32. Ich will gegen den nicht. Das sind viel zu lutscherhafte Leute. Die sind viel zu oben in der Tabelle. Wieso muss ich gegen die antreten? Ich weiß doch, welchen Rang ich verdiene. So wie immer, Evoli. Nein! Ich will Greifangriff machen. Ich habe schon eine kleine Combo. Bam! Zack! Locker easy! Evoli hilft mir! So, kannst du mal dein Maul halten hier, bitte? Bam! Bam! Wenn das jetzt trifft, verloren, glaube ich. Macht das so viel Schaden aus, dass sie jetzt sterben? Yes! Locker easy. Heute habe ich viel besser gespielt. Ich fühle mich sehr gut. So, dann die Angriff tue ich höher. 7 Kämpfe in Folge gewonnen. Kampfkönig. Weiter geht's mit Heidi. So, mal dieses hier. Ich glaube, die besiegen wir alle noch. Auf jeden Fall, die besiege ich alle noch. Und da können wir im nächsten Part dann weitermachen. Oh, in Neo City spielen wir. 18 Kämpfe, 7 Siege, das ist ziemlich schlecht. Junge, meine Sieges... Meine Siegeschance ist ziemlich geil. Bam! Bam! So, weg! Dein Schild wird durchbrochen mit einem Greifangriff. Hypnose, bam, weg. Mein Gengar ist viel zu stark. Mein Olga ist voll. Dann helf mir mal, Bro. So, zack. So, Limit. Boom!
getroffen, weg, tot. Heidi hat verloren. Wie fühlt es sich denn an? Gengar rastet wieder aus. Sehr schön, wieder gewonnen. Sieg, Sieg, Sieg. Das war aber ein ziemlich schlechtes Match. Ja. 3 Sterne nur. So, jetzt möchte ich wieder, jetzt möchte ich meine Verteidigung mal steigern. Jetzt ist ungefähr alles ausgeglichen ein bisschen. So, jetzt mal endlich mal gegen einen richtigen Gegner. Gegen den 10. Platz. Das ist doch mal was. So, 100%. Der 92%. Nicht schlecht. Not bad. Das werden schon schwierigere Gegner. So, Greifangriff. So, erstmal die Duellphase bringen. Bam! Ich habe ja nur wenig HP verloren. Sau wenig. Ich kämpfe eigentlich übelst ohne Strategie und gar nichts. Einfach nur voll offensiv. So. Bam, ohne Strategie und ohne gar nichts. Bam. Gewonnen. Ohne Strategie und gar nichts gewinnen, das ist doch mal schön. Nur durch Offensive. Rastet wieder aus. Und wieder mal gewonnen. Halt dein Maul hier, bitte. Das ist überhaupt nicht witzig. Das ist überhaupt nicht witzig hier. Das ist überhaupt nicht witzig hier. Ist doch gar nicht witzig hier. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt einmal verliere? So, die gewinnt nur 56%. Das ist ja übel. Scheiße. Das ist richtig schlecht. Oh, fuck. Yes! Bam! Zack! Da sie ein Schild gemacht hat, habe ich jetzt einfach meinen Greifangriff gemacht. So, Evolis Leiste ist voll. So, komm, Evoli. Brauch dich als Unterstützung hier. Bam, du hast ein Schild gehabt. So, komm. Nein. Bam. Alter, was habe ich gemacht? Ich habe einfach nur gerade seit X und Y gespammt. Das hat voll geholfen.
Gut, dann habe ich den sechsten Platz auch besiegt. Locker easy. War eine schlechte Leistung, aber wir haben gewonnen. So, was nehme ich jetzt? Angriff. Zehnmal gekämpft. Zehn Limits aufgelöst. Ja, was, wenn ich 10 Matches hintereinander gewonnen habe? Congrats, you made it into the top 8. Now you'll be able to participate in the tournament. Tournaments are a little different than league matches, in that you won't be allowed to change your support set between matches. Oh, and you'll be disqualified if you lose even once. But I'm sure you'll be fine. Go and give it all you've got. Ah, das ist das Fiese. Hey, you're ranked high enough to enter into the tournament. Okay, das ist das Fiese und das Turnier machen wir dann im nächsten Part. Gut, auf jeden Fall das war's mit Let's Play Pokémon Tekken für heute. Wir sehen uns im nächsten Part hier wieder, meine Freunde. Haut rein. Ciao, bis im nächsten Part von Pokémon Tekken, wie gesagt.